Was meint ihr zu diesem Besuch, Inquisitor Lamberg? Was meint ihr zu diesem Geruch? Entschuldigung. Es ist erwiesen, dass zwei Kristalle vertauscht wurden. Allerdings könnte dies auch die Angeklagte getan haben. Nö! Maya hatte keinen... Ja, du darfst auch mal, wenn du willst, unbedingt. Maya hatte keinen Grund. Grund! Die Kristalle zu vertauschen. Dies ist ein Gericht. Wir müssen nicht zwangsläufig die Gründe eines Verbrechens verstehen. Was? Diejenigen, die wir hier richten, sind nicht von dieser Welt. Sie sind Hexen. Es ist gar unmöglich für einen Menschen zu verstehen, wieso Hexen handeln, wie sie es tun. Gibt es nichts, was wir tun können? Wenn das so weitergeht, wird Maya... Luke ist super. Ja. Lamberg hält Maya weiterhin für eine Hexe. Wir sind so weit gekommen und jetzt fühlt es sich an, als wären wir wieder am Anfang. Und zwar war der Anfang... Am Dienstag um 20.15 Uhr. Es hat den Anschein, als gäbe es keine weiteren logischen Anschuldigungen gegen mich. Ich finde das toll, wie wir einfach mal so ohne vorherige Absprache die Sprecher für die Charaktere getauscht haben. Ist aber angenehmer, jetzt habe ich nämlich nur noch einen, der aktiv spricht, statt dreien. Also, wenn ihr mich entschuldigt... Ich habe nichts gegen Erlington im Fall von Professor Layton vorzuweisen. Aber soll ich sie einfach gehen lassen? Einfach mal abwarten. Einfach mal abwarten? Ja, ich würde auch sagen. Für die Befragung Ich würde einfach mal abwarten, weil ich denke, durch alle drei Sachen passiert das Gleiche. Oder irgendwas. Sagen wir mal. Und nichts Schlimmes. Sie ist so ruhig und auf jede Frage, die ich... Entschuldigung. Ich hab dir reingeredet. Sie ist so ruhig und auf jede Frage, die ich stelle, vorbereitet. Wenn ich zu hartnäckig bin, mache ich es schlimmer. Ich warte besser ab. Aber Phoenix! Das ist unsere einzige Gelegenheit. Wir müssen jetzt handeln. Du hast recht. Ich wünschte nur, du hättest das früher gesagt. Und ich wünschte, du hättest das früher gemerkt. Mir nicht leisten, jetzt nachzugehen. Frau Erlington, wartet einen Moment. Oh, gibt es sonst noch etwas, was ihr mich fragen wollt? Eure Aussage ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch etwas, das ihr uns sagen müsst. Herr Wright, ich fürchte, ich kann euch nicht helfen. Ich habe euch alles erzählt, was ich über diesen Vorfall weiß. Ich fürchte, ihr irrt euch, Frau Erlington. Jetzt ist es ja Frau Erlington. Euer Ehren? Diese Zeugin soll nicht zu Professor Laytons Unglück aussagen, sondern vielmehr zu dem Vorfall vor 3 Monaten. Genauer gesagt, Herrn de Victoires Tod. Ja, also alles wäre darauf hinausgelaufen. Da sie damals als Butler in der Residenz des Verstorbenen gelebt hat, muss sie von den Ereignissen an diesem Tag berichten. Über Herrn de Victoires Tod? Die Tatsache, dass einer der magischen Kristalle ausgetauscht wurde, lässt nur einen Schluss zu. Beide Verbrechen, sowohl der Mord Herrn de Victoires als auch die Verwandlung von Herrn Layton, sind das Werk einer Hexe! Die Wahrheit über den Tod des Alchemisten könnte die Lösung dieses Falls sein. In der Tat... In der Tat? Was meint ihr wohl, Inquisitor Flamberg? Ich stehe euch hierbei nicht im Weg, Herr Blaurock. Die Inquisition hat keine Einwände. Inquisitor Aloysius Flamberg, es scheint, ihr habt eure unnachgiebige Überzeugung verloren, die Bürger so schätzen. Nun steht ihr hier und lasst euch von diesem frisch gebackenen...
Achso, Entschuldigung. Nun steht ihr hier und lasst euch von diesem frisch gebackenen Verteidiger an der Nase herumführen. Vor allem frisch gebacken. Es ist schwer zu glauben, dass ihr als das... Unbeirrbare Schwert der Gerechtigkeit bekannt wurdet, dank eurer Besonnenheit. Ihr kennt mich, Schelechtzeugen. Denkt ihr, mein Name und Ruhm sind mir wichtig? Es ist diese Stadt, Shatat, für die ich kämpfe. Herrn de Victoires Ableben ist der einzige Fall, der so lange ungelöst blieb. Jean Erlington, ihr sollt eine Aussage dazu machen. Randall ist auf seiner Seite. Das ist ja wie mit Edgeworth. Juhu! Stimmt, ja. Wie von der Verteidigung und Inquisition verlangt, wird die Zeugin über den Tod des ehrenwerten Herrn de Victoire aussagen. Weitere Fragen? Nein, Hohes Gericht. Das Hohe Gericht möchte aber eines deutlich machen. Sollte nicht nachgewiesen werden können, dass Jean Erlington Jean Erlington eine Hexe ist, wie die Verteidigung behauptet, wird das Hohe Gericht Maya Fey unwiderruflich schuldig sprechen. Und zwar für beide Verbrechen. Ist das klar? Ja, das ist richtig. Günther. Oder? Jonathan Frakes. Nein, wirklich nicht. Ihr habt keine Wahl, Herr Blaurock. Wenn ihr nicht wünscht, dass der Prozess hier endet, zieht euer Schwert und bereitet euch auf die Schlacht vor. Aber die Gegnerin ist eine wahre Hexe. Das ist ein Glücksspiel um Mayas Leben. Nick! Nick! Hey! Listen! Maya? Maya? Keine Hexe schlägt dich vor Gericht. Du bist ein Spitzenanwalt. Schon vergessen? Ein Spitzenanwalt? Also, er ist ein Anwalt für Dessous. Oder er verteidigt normalerweise in Dessous. Ein Spitzen. Also, auf in die Schlacht. Die Schwiegermutter naht, siegesgewiss, klappert ihr Gebiss. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Also, Jean Erlington ist der totale Schwachsinn, Mann. Weil er kein Mann ist. Das ist eine Schwachsinnfrau. Ja. Ach so, ja, okay. Die totale Schwachsinnfrau. Die Verteidigung. Entschuldigung. Die Verteidigung akzeptiert diese Bedingung. Die Verhandlung kann weitergehen. Inquisitor Flamberg, ihr könnt beginnen. Wir fangen mit einem kurzen Überblick über die Geschehnisse an. Vor etwa 3 Monaten wurde Herr de Victoire, der Amethyst, in finsterer Nacht ermordet. Das Verbrechen geschah in seiner Chateaudirche-Tube, so wie auch dieses hier. Dieses auch. Die Chateaube war von innen verschlossen. Das Opfer saß noch in seinem Chateau am Schreibtisch. Oh. Schade ist, dass jetzt nicht wirklich ein Text für Jean ist. Daher ist davon auszugehen, dass er arbeitete, als es geschah. Naja, ich glaube, er hat dann nicht mehr gearbeitet. Also er arbeitete. Nein, wirklich nicht. Er arbeitete, bevor es geschah. Es waren deutliche Würgemale an seinem Nacken sichtbar. Oh, hier scheint etwas aus seinem Mund zu rinnen. Ist das Wein? Nein, wirklich nicht. Ist das Blut? Nein, wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ist das Blut?
Ja. Nicht, dass ich wüsste. Nein, ist das Blut? Ja, das ist richtig. Günther. Nein, es ist... Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Oh, lecker. Die hatte er wohl zum Abendessen. Oh wei, oh wei. Natürlich. Köstritzer Schwarzbier. Hatte er auch. Hm. Ja, höchstwahrscheinlich. Das Opfer hat wohl auf seine Zunge gebissen, als es mit dem Angreifer gekämpft hat. Und ihr habt zuvor erwähnt, dass irgendein weißes Pulver überall am Boden verteilt war, richtig? In der Tat. Da war ich schneller. Nein, es war Pulver für, also dieses weiße Pulver, weißt du, was das war? Das war im Grunde eine Suppenmischung für... Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die... Scheidenpilz-Cremesuppe zu verlängern. Ja, und danach muss man spülen. Die schlaue Art zu waschen. Spülen, die schlaue Art zu waschen. Ja. Ja, daher hatten wir erwartet, dass der Täter Fußabdrücke hinterlassen hätte. Allerdings gab es gar keinerlei solche Abdrücke. Der Täter muss sich dem Opfer genähert haben, ohne auf den Boden zu treten. Denn der Boden war Lava. Nachdem er Herrn de Victoire getötet hat, verließ der Täter die Stube, ohne die Tür zu öffnen. Zweifellos muss diese Tat mit Hilfe von Hexerei verübt worden sein. Die Leiche wurde am nächsten Morgen vom Butler entdeckt. Frau Erlington. Von der Butlerin. Die Leiche wurde von Erlington entdeckt. Danke, Danke, Inquisitor Flamberg. Die Gerichtszeichnungen werden den Beweisen hinzugefügt. Juhu! Nun, Zeugen, macht eure Aussage. Berichtet uns von den Ereignissen der Nacht des Verbrechens, vom Abend zuvor bis zu dem Moment, in dem ihr die Leiche fandet. Zeugenaussage! Juhu! Gegen 1 Uhr nachts habe ich mich aus der Chateaudier-Chateaube von Meister de Victoire zurückgezogen, als ich am nächsten Morgen Frühstück bringen wollte, war die Tür zu seiner Chateaudier-Chateaube verschepert. In diesem Moment kam ein Nachbar zu Besuch, also haben wir die Tür gemeinsam geöffnet. Alle Tränke und Erfindungen in der Chateaudier-Chateaube wurden konfisziert. Ich frage mich, ob sie auch gut verschattaut wurden. Das wäre was für dich gewesen. Jetzt muss ich das sprechen. Eigentlich schon. Oder Laborchef Dr. Klenk? Ja, der auch. Was ist denn nochmal das bei dir? Also, Tränke und Erfindungen wurden konfisziert? Das Opfer war immerhin ein Alchemist. Wir hatten gehofft, die Gegenstände könnten uns wichtige Hinweise geben. Außerdem sollten solche Dinge nicht in die falschen Hände geraten. Es mag nicht die normale Praxis sein, sondern stattdessen das Labor eines Amethysten, aber hier notwendig. Oder eines... Laborchef Dr. Klenk? Die konfiszierten Güter wurden in unserer geheimen Kammer gelagert. Die einzige Person, die diese betreten kann, ist Fräulein Gloria, die Großinquisitorin. Wadenkrämpfe und Verspannungen. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet, da ich deshalb die Forschungsarbeiten des Meisters nicht ordnen konnte.
Die konfiszierten Güter werden schnellstmöglich nach der Aufklärung dieses Verbrechens zurückgebracht. Ich zähle die Schetunden bis zu diesem Zeitpunkt. Verteidigung, es sei euch gestattet, die Befragung zu beginnen. Juhu! Und damit würde ich dann auch sagen, wir lassen es dann damit gut sein für heute, aber... Juhu! Aber... Es steht noch eine Frage im Raum für alle, die sich noch erinnern können an den Anfang dieser Aufnahme. Und zwar war die Frage, wer ist... Jonathan Frakes. Dankeschön. Nein. Nein, die Frage ist, wer von uns beiden ist denn nun eigentlich... Laborchef Dr. Klink? Nein, von uns ist niemand Laborchef Dr. Klink. Denn... Das ist der Mario! Mach den Mario! Nein, und zwar wurde ja eigentlich von uns die Frage in den Raum geworfen, wer von uns beiden ist denn nun eigentlich... Gay. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Nein, das ist keiner von uns beiden. Na, obwohl, vielleicht doch. Wer von uns... Also, okay, also wie gesagt, diese Frage wurde in den Raum geschmissen und wir möchten natürlich die Antwort darauf geben auch. Wir sind ja nicht so. Nicht, dass ich wüsste. Und ja, das machen wir jetzt in diesem Falle. Und zwar es... Nein, wirklich nicht. Hey, hör auf! Warum machst du das? Weil ich es kann! Blöd. Ich geb dir das nächste Mal nicht mehr die Macht. Nein, also, die Antwort auf die Frage, wer von uns beiden... Gay. ...ist... Laborchef Dr. Klink? Hör jetzt auf damit, nein. Und zwar die Antwort auf diese Frage ist... Jonathan Frakes. Oh Mann, hör auf! Jetzt ist gut. Die Antwort auf diese Frage ist... Abspann, Abspann, niemand kann ihn leiden. Ich mein, sonst haben wir ja keinen, aber heute machen wir mal einen. Abspann, Abspann, leider ist es schon zu spät. Schaltet wieder ein und seht beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Abspann, Abspann, na 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 na.